Webpage kann man sehen, dass wir eine Videovernissage gemacht haben zur Eröffnung von der Papierkribbelausstellung im Zeichenmuseum. Vielleicht fragen die einen, ja, wieso machen sie das überhaupt? Weil die Museen sind ja geschlossen und die Besucher und Besucherinnen können ja gar nicht schauen. Ja. Ist es Ziel, ist, wir wollen Sachen zeigen und wir wollen das, was wir ausstellen, nach vorne tragen. Und also haben wir gedacht, mal, wir stellen die Ausstellung auf, wir machen die auch fertig, wir finden Formen während der Zeit, solange wir geschlossen sind, für schon gegen das Wissen zu tragen. Und also haben wir gedacht, auf unserer Webpage, wieso nicht, dass man einen kleinen Rundgang machen kann und etwas über die Papierkrippe erfahren. Papierkrippe stellen wir hier uns aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Wir arbeiten schon sehr lange mit der Evelyn Gasser, das ist eine Krippe- und Weihnachtsobjektsammlerin in Lenzburg zusammen. Und sie hat nicht nur Papierkrippen, sondern sehr viele andere Krippen. Und wenn wir mit ihr waren und haben andere Sachen geholt, haben wir gefunden, oh, es gibt so viele schöne Sachen aus Papier. Und Papierkrippen haben wir noch nie in dem Sinne ausgestellt. Meine Vorgängerin Silvia Zindrjörger mal Lebkuchenbildchen, also so Sachen aus Papier. Es hat auch mal eine Adventskalender-Ausstellung gegeben, aber Krippe aus Papier war noch nie ein Thema gewesen und darum haben wir euch wie ein Lika gefiltert.